jedes Jahr dasselbe. Völlig überraschend steht Weihnachten vor der Tür und man hat noch keine Geschenke. Die Folge: man kauft nutzloses Zeug. Das muss nicht sein. Die Firma Apple Compot hat in jahrelanger Entwicklungsarbeit das erste analoge Ganzjahrespad entwickelt, das iPad. Schon das Öffnen des Screens geschieht wie von Wunderhand dank einer raffiniert geführten Griffleiste. Die aufgedruckte Jahreszahl ermöglicht ein fehlerfreies Einsortieren in jede Datenbank. Das Öffnen des Content Managements wird erleichtert durch eine Aussparung im Screen-Gehäuse, während die Steuerung der Zugriffsrechte mittels einer 18-Loch-Perforation manuell aktualisiert werden kann. Der Bildschirm ist zu 100% verspiegelungsfrei. Fingerabdrücke sind praktisch ausgeschlossen. Sollten wider Erwarten dennoch Verschmutzungen auftreten, hilft ein herkömmlicher Radiergummi, erhältlich im gut sortierten Antiquitätenfachhandel. Kratzer, Sturzschäden oder Terroranschläge können Sie mit dem iPad getrost vergessen. Die Garantie gilt bis zum Ablauf des Nutzbarkeitsdatums. Die Speicherkapazität ist gigantisch. Die Wochentage sind bereits vorinstalliert. Sie können Schulferien vormerken, Wochen nachzählen oder Feiertage abrufen. Buchstabengröße und Textfarbe sind frei wählbar. Mit dem Finder ist jede Datei sofort zur Hand und dank Face-to-Face-Kommunikation sind Maus, Tastatur oder Kabel entbehrlich. Das iPad wird aus nachwachsenden Bäumen aus Freilandhaltung hergestellt und kann über jeden Papiercontainer oder Komposthaufen umweltgerecht entsorgt werden. Fazit: für rund 2,50 Euro bekommen Sie ein Allround-Gerät, das in Verarbeitung, Design und Funktionalität allerhöchsten Ansprüchen genügt. Wir wünschen Ihnen einen heiligen Abend.